wir werden, oder ich werde so langsam immer dazu weiter übergehen, doch immer mehr Zauber einzusetzen. Ja. Denn es gibt nicht allzu viele Gegner, die ich also mit dem Cleaver da recht gut fertig machen kann. Schauen wir mal, ob wir hier noch weitere Bücher kaufen können, dass wir unsere Zauberfähigkeiten, Book of Charge Bull, da haben wir ja noch welche zu liegen. Blue Staff of Inferno. Nicht so. Flaming Staff of Brilliance. Okay, aber weit jenseits meiner Möglichkeiten hier alles, vor allen Dingen auch meiner finanziellen Möglichkeiten. Deswegen kaufe ich mir einfach mal hier 3 Potions of Mana. So. Raus da und zack, den laden wir hier mal auf. Dann sind wir auch schon soweit wieder zack, vorbereitet. Das war da unten weiter auf Beutezug gehen können. Das heißt, nee, ich brauche ja doch eher den Stab. So, können wir gleich zum Town Portal laufen. Zack. Und dann runter. Life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal. To serve my master for eternity. Nee, ich bereite mich auf ganz andere Sachen vor. Ja, war schon immer selbstständiger Unternehmer. Bleibt das auch. So, schauen wir uns mal die andere Tür hier an. So. Die Knochenkallis haben wir hier schnell ausgeschaltet. Der kriegt eins mit dem Stab gewischt. Und zack, auch hier den Hebel betätigt. Man hört, irgendwo tut sich was. Und jetzt gilt es, diesen Säulengang hier entlang. Ah, da liegt ja noch die Beute, als ich hier durchgestreut habe. Mal sehen, was man da noch so alles findet. Mal schauen, was ich da noch alles übersehe. Und da kommen schon die nächsten. Und da ist der Skeleton King. Sehr schön, dass der sich so fertig machen lässt. Und nicht so rankommt. Oh oh. den. So. Dann holen wir uns hier mal den. Na, leg schon ab. Den auch erledigt. Der Holy Bolt. Ja. Ah, der ja speziell gegen Untote wirksam ist, hat hier dem Knochenkalli, dem Großen, sein Lebenslicht ausgeblasen. So, ich werde mich hier einfach nochmal kurz heilen, weil ich ja nicht allzu viele Healing Potions mehr dabei habe. Und dann werden wir hier sehen, was wir mal angerichtet haben. The Undead Crown. Sehr schön, da haben wir sie ja. Und hat er nicht noch ein Schwert fallen lassen? Schade. Town Portal. Na ja, gut. Song of Identify habe ich hier nicht dabei. Spells. Zack. So, den hier. Den Undead Bolt. Der kommt auf die 6. So. Ja. nee, der hier. Der ist ja vom Stab raus. So. So.
Na? Ja, die Jungs segnen hier mit meinem heiligen Bolzen, beziehungsweise meinem unheiligen Bolzen. Entschuldigung. Doch erfreulicherweise schnell das zeitliche. Scroller Flash, schön. Obwohl ich mich ja eigentlich nicht direkt von Gegnern umringen lassen sollte. Ups. So. Na. Lässt du dich wohl hier mal umbratzen? Da haben wir noch einen Säbel. Na, ja, jetzt wird's halt hier auch unübersichtlich mit der Beute. Zack. Schön, dass jetzt hier nur noch die Bogenschützen drin stehen. Denn die kriege ich relativ leicht. So. 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 Erledigt. Da haben wir eine Tür, die lasse ich mal noch zu. Und das scheint hier tatsächlich das Grabmal der Sarkophag von King Leroy zu sein. Da kommen noch mehr Skelette raus. So, marschieren wir mal hier außen rum. Zack. So, fertig gemacht. So, auch hier. Oh, ein Longbow. Ja, da haben wir hier noch kräftig. So. Sachen eingesammelt, dass wir schon wieder so voll sind. Dass wir einmal oben alles abgeben. Und, ach ja, mächtig Beute haben wir doch hier gemacht. Ist doch schön, ist doch schön, ist doch schön. Das gefällt doch. Ja. So, erstmal lassen wir von Kane die Sachen identifizieren. Ah, der Säbel. Säbel of Skill plus 9 Tracks hier. Okay. Und The Undead Crown. Ein unique Item. Wollen wir mal schauen, was die uns bringt. Well, what can I do for you? Ja. So, Longbow können wir verkaufen, den werden wir nicht brauchen. Den Buckler hier können wir auch wegklopfen. Die Blade kann weg. So, und Shop. The Undead Crown. Armor Class 8. Die ist natürlich als Kopfbedeckung ein Schlag besser als meine Knochenkappe hier. Ja, der Saber of Skill. Moment mal, da hatten wir noch einen. Hier haben wir einen Scimitar of Skill. Die wollen wir dann beide mal vielleicht gleich direkt vergleichen. Und Blade of Skill. Gut, das kann ich ja noch nicht tragen. Weil, ne? Ich dafür noch nicht die notwendige Dexterity habe. Stärke habe ich zwar inzwischen, aber nicht die Dexterity. Und jetzt ist halt die Sache, wenn ich hier zum Beispiel erst einen Säbel trage, ja, dann kann ich das Ding ausrüsten und weil es die Dexterity hochhält, behalte ich es ausgerüstet. Ja, schöne Sache eigentlich. So, Saber of Skill. Ja, der macht mir mehr Dexterity. Ja, behalten wir die beiden Sachen hier erstmal. Den, ja, würde ich dann doch auch verkaufen. Und weil hier mit Schwert und Schild bin ich einfach noch besser geschützt. No.
Wow, what can I do for you? Denn mit dem Fleischerbeil bin ich doch sehr langsam, ne? Und ja, nutze einfach mal das Geld, dass das mir hier in die Kasse spült. Und die Cup of Craftsmanship kann auch verscheuert werden, ne? Schauen wir mal, was er vielleicht für mich hat. Vielleicht kann ich ja noch eine schöne Rüstung mir zulegen. Aber da hat er gerade nichts im Angebot. Okay. Schauen wir mal weiter. Noch bei Adriana vorbei. Da sollten wir natürlich hier unsere Stäbe wieder aufladen lassen. No. Und schauen wir mal, vielleicht hat sie noch das eine oder andere gute Buch für uns. No. Man soll ja die Lesekultur hier nicht vernachlässigen. So, erstmal hier Stäbe, zack. Ja. Und zack. Ja. So, Potions of Mana werden wir uns auch nochmal zulegen. Ja, schauen wir mal. Taumportal, was im nächsten. Book of Fireball, sehr schön. Aber leider ein bisschen teuer. Aber eine Fireball ist wirklich ein guter Zauber. Es gibt nachher Level, durch die ich mich da wirklich durchbrennen werde. Deswegen habe ich da schon starkes Interesse dran, die restlichen 300 hier zu kriegen, zusammenzukriegen, um mir dieses Buch zu kaufen. Schauen wir mal, was wir noch so verscheuern können. Glaube mal den von den Waffen hier eins, was zack, zack. So, lieber Griswold. So, den Saber of Skill, den werde ich behalten. Der Scimitar, den werden wir verscheuern. Und der hier reicht mir ja, um die Dexterity hochzudrücken. Ja. Und zack. Da geht ihr hin. Und dann kann ich mir das Book of Firewall kaufen. Vielleicht noch 2-3 Potions of Magic. Beziehungsweise, nee, ich glaube, ich sollte erstmal Healing Potions bzw. Healing Scrolls mir zulegen. Ja. I sense a soul so. In search of answers. Zack, 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 zack. Book of Firewall. Zack, okay. Das nehmen wir dann auch gleich runter als mit als Lektüre. Und ja, Mana lassen wir erstmal. Denn wenn ich das Buch unten lese, kriege ich, glaube ich, mehr Mana. Also hier, blaue Kugel. Ein bisschen besser aufgefüllt, als wenn ich das hier oben im Tageslicht lese. Ne? So, haben wir hier noch Scroll of Healing. Nehmen wir mit. Ihr seht, ne? So viel sah das ursprünglich aus, was ich hier rumzufliegen hatte. Und verbraucht sich doch alles. Ne? Potion, 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 Potion. Ups, okay. Aber zack, 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 zack. Jawohl, sieht so weiter dann ganz gut aus. Und nicht vergessen, abspeichern. Ja. So, ich sehe dann nochmal zu, dass ich meine Kehle freikriege, bevor wir hier dann wieder runtergehen und weitermachen. Ups.